Ja, Malte, was für ein Spiel. 4:1 Auswärtserfolg in Linz. Aber wieder, ich sag mal, typisch Kickers. Erste Halbzeit voll beherrscht. 2:0 geführt. In der zweiten Halbzeit wurde es mal echt eng. Die sind rangekommen. Aber im Endeffekt hat man gewonnen. Das ist doch alles, was zählt. Ja, genau. Wir nehmen das 4:1 jetzt einfach so mit, wie es gekommen ist. Wir müssen daran arbeiten, dass wir auch in der zweiten Halbzeit dann weiter Gas geben und uns nicht so dann auf so ein Hin und Her reinlassen. Aber wir nehmen das 4:1 jetzt einfach so, wie es ist. Ja, was denkst du, deiner Meinung, wonach liegt es, dass man da, dass es dann wieder eng wird, obwohl man das Spiel eigentlich voll unter Kontrolle hat? Ist es die schöne Sonne in Südbaden? Nee, ist schwer zu erklären. Wir gucken uns das auf jeden Fall nochmal auf Video an, was da die Probleme waren. Aber egal, wenn wir hinten raus dann immer die Tore machen, dann kann es von mir aus immer so sein. Ja, du warst letzte Zeit noch etwas verletzt, jetzt bist du wieder dabei. Wie sieht es aus? Stand alles fit? Ja, die Bänder sind wieder einigermaßen hergestellt und jetzt geht's bergauf wieder. Letzte Woche hat es funktioniert mit dem Gruß an Frau Tunjic. Ich weiß, du bist in der WG mit dem David Kammerbauer. David, Malte, pass aufeinander auf. Wir brauchen euch und auf die Blaue. Auf die Blaue, mach ich. Yes, the first half would make a good football. But this is the important mistake, you know, in the second half start, the first 10-15 minutes, a little bit sit too behind, and yes, I think we need a little bit one punch in the face for wake up, you know, but only is one goal, and after this goal we make another one good football and we win important 3 points, yes, today. You shoot the first goal and send a message to your family in Spain. Yes. Would you tell us what you would you have the message? Yes, it's for my family. In 3 weeks I'm back to Spain. I needed my family and from one friend in Spain in this moment, a difficult moment for him. Mm-hmm. And it's for him, yes. And yeah, good 3 points and we need work in the for next week and in my vita, yeah. Yeah. You have many chances for maybe two, three goals. Yeah. Yeah? Are you satisfied with your own game? No, of course I need to make more goals, but you know the striker sometimes have three chances. I make 3 goals. Sometimes you have 3 chances and I make 1 goal. But important today is 3 points and I help to my team with 1 goal. This is important. Okay, can you send a message in German for our supporters? Auf die Blaue, of course. Okay. Immer. Das Fazit möchte ich den Trainern überlassen und da fangen wir mit unserem Gästetrainer, dem Ramon, an. Ja, hallo. Also ich sehe es genauso. Der Sieg von uns ist sicherlich verdient, aber vielleicht 1-2 Tore zu hoch. Wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht. In der ersten Halbzeit, genauso wie wir es wollen, waren wir sehr druckvoll, haben immer wieder auch geschafft, hinter die Viererkette zu kommen, hatten einige Chancen und gehen mit dem 2-0, mit diesem gefährlichen Ergebnis, gehen wir in die Pause, wollten dann eigentlich bei 0-0 wieder starten und selber Druck machen, aber in der Phase so von der 45. bis zur 65. etwa war Linz sehr, sehr gut, hat sehr, sehr, sagen wir, auch offensiv ihre Qualität gezeigt. Sie haben ja sehr gute Offensivspieler, gerade über die linke Seite mit Tine, gerade mit Vollmer, dann später Rubio. Also das ist schon sehr, sehr hohe Oberliga-Qualität und dann haben sie gezeigt, was sie können, auch fußballerisch, und haben dann ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, uns alles abverlangt. Das Gegentor, das ärgert mich, weil ich den Spieler sehr, sehr gut kenne und weil ich zu meiner Mannschaft gesagt habe, der zieht immer mit links auf und flankt dann mit rechts. Und genau das hat er gemacht und so fällt dann auch der Anschlusstreffer. Und da haben wir Glück in der Situation, beziehungsweise im Nachgang an diesen Anschlusstreffer, da sind wir sehr stark unter Druck geraten, stärker als uns lieb war, haben ein Stück weit die Kompaktheit verloren, haben dann auch viele Standardsituationen zugelassen, vor denen wir auch Respekt hatten, weil die Bälle gut geschlagen werden und die Spieler auch sehr groß und kopfballstark sind. Und in der Zeit, in dieser Phase hat man Glück. Und dann ist es natürlich so, dass wir
immer wieder auch Konter hatten, hatten dann einen Pfostentreffer auch durch Gilles und am Ende haben wir dann die Konter gut ausgespielt, machen es 3-1 und das 4-1 habe ich in der Entstehung gar nicht mitgekriegt. Ich habe dann nur gesehen, plötzlich hat Noah den Ball am Fuß und Mio steht blank drin und macht sein drittes Tor und habe mich dann halt gefreut über sein drittes Tor. Der Spieler wird natürlich jetzt zu mir kommen, weil er die Woche nicht trainiert hat, weil er krank war, dass er mehr Tore macht, wenn er nicht trainiert, aber ich hoffe trotzdem, dass er ab morgen dann wieder auf dem Trainingsplatz auch dabei ist. Lieber Thomas, ich wünsche dir und deiner Mannschaft alles Gute für einen weiteren Saisonverlauf und dem SV Links vielen Dank für die Gastfreundschaft. Ja, vielen Dank, Ramon, und an dich und deine Mannschaft natürlich die herzlichen Glückwünsche zum Auswärtssieg. Neben mir lässt einer den Kopf hängen oder schüttelt den Kopf. Thomas, dennoch bitte ich dich um ein Fazit, wie du die ganze Sache hier gesehen hast. Also zuerst mal Glückwunsch an Ramon und sein Team. Den Kopf lasse ich nicht hängen, aber ja, fangen wir mal hinten an. Ich glaube, das vierte Tor war dann auch passend zu dem Spiel. Das der Dennis Kopf, ich habe es nicht richtig gesehen, auf einmal auf dem Boden liegt und der Ball bei einem von deinen Jungs ist und er querlegen kann, das Ding ist drin. Erste Halbzeit war Kickers mit Sicherheit besser, da hat man einfach die Qualität gesehen, körperliche hohe Präsenz, gerade bei Kopfbällen, bei Zweikämpfen, sehr, sehr stark gewesen. Hätte ich mir ab und zu einmal gewünscht, dass der Schiedsrichter vielleicht das eine oder andere Mal ein bisschen unterbrochen hätte, aber war so. Dass natürlich beide Tore durch zwei Bälle ins Zentrum dann entstehen, ist sehr, sehr ärgerlich, weil das haben wir mehrfach besprochen und war eigentlich in dem Moment zwei Fehlpässe und eiskalt ausgenutzt. Deshalb sage ich, auch wenn wir Konterchance gehabt haben, war es okay, aber die zweite Halbzeit ging, glaube ich, schon von den Spielanteilen, von dem, wie wir es gemacht haben, eher an uns, aber am Ende zählt das Ergebnis. Ich denke, Stande 2-1 waren wir sehr, sehr nah am 2-2, der Druck war sehr, sehr hoch. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich dann wechseln wollte, den Marco Rupi als zweite Spitze bringen, passiert natürlich dem Massim der Ballverlust vom 16er. Und dann muss man auch sagen, ist die Qualität natürlich da, um den Fehler auch zu nutzen. Und deshalb spielt Kickers um die Meisterschaft und wir um den Abstieg. Das ist der Unterschied. Und wie gesagt, das Vierte bewerte ich gar nicht mehr, aber es war kein 4-1. Es wäre ein 2-1 gewesen, aber das macht es auch nicht besser. Und am Strich, denke ich, haben wir nicht enttäuscht. Man muss einfach auch sehen, wo wir herkommen, wo die Kickers herkommen. Ich weiß nicht, wie oft ihr diese Woche trainiert habt. Wir haben letzte Woche zweimal trainiert oder die Woche zweimal trainiert. Ihr habt wahrscheinlich 6 Einheiten gehabt. Das sollte man dann auch irgendwo merken, aber es soll auch keine Ausrede sein. Phasenweise hat es, glaube ich, gezeigt, was wir können, aber phasenweise auch gezeigt, was wir nicht können. Und es wird sehr, sehr schwer werden, das ist klar. Ramon, dir und den Stuttgarter Kickers wünsche ich alles Gute. Du weißt, ich mag dich ungemein, ich habe ja schon ein paar Duelle hier geschlagen und es war immer sehr, sehr angenehm mit dir und mit deinen Mannschaften und ja, packt das Ding, steigt auf und ich hoffe, wir bleiben drin und dann sind wir, glaube ich, beide sehr zufrieden. Guten Nachhauseweg und bis dann. Ja, die Kickers haben ein großes Medienteam dabei. Gibt es eurerseits Fragen an die beiden Trainer oder von dir, Dieter? Der winkt ab. Hier wird Ich habe eine Frage an Ramon Germann. Nico Blank und Lukas Kling sind bisher unrund vom Platz gelaufen. Haben die irgendwas Ärgeres verletzt oder wie steht es denn bei den beiden? Also ich glaube, es ist nichts Schlimmes. Beim Lukas ist es so, dass er immer wieder so Probleme hat im Hüftrückenbereich und das behindert ihn schon seit ein paar Wochen. Und beim Nico ist es wohl so, also der war leicht angeschlagen und hat eine Schmerztablette bekommen vor dem Spiel und er hatte deshalb Magenprobleme, weil er die wohl schlecht vertragen hat. Also nichts, was jetzt langfristig dazu führt, dass wir auf die Spieler verzichten müssen.